Hallo und kurz zurück zu einer neuen Folge von Project Hospital hier auf MyPlaytiff. Ich nehme eine neue Session auf. Ich hänge ein bisschen hinterher mit Project Hospital. Ich muss erstmal gucken, wie und wo und was ich hier gerade münde. Ich weiß, ich kann mich daran erinnern, dass wir jetzt einen 24-Stunden-Rundum-Service haben in unserem Krankenhaus. Wir behandeln Patienten jetzt auch nachts, 21 Uhr. Und hoffen, dass sich das finanziell auch lohnen wird. Ich überlege auch, ob wir dann eventuell sogar hier in unseren Laboren, ob wir da auch für die Nacht jemanden brauchen. Gute Frage, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Hier ist soweit alles ganz ruhig. Ich bin fast geneigt, an den Tag weiter zu spulen, also bis zum nächsten Morgen. Weil hier wird nichts passieren. Hier bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich eine Rezeption brauche. Ich würde sie glatt aber mal einstellen. Weil ich denke mal, wir brauchen die. Ruhelevel sinkt langsamer. Kostet uns aber auch 271. Wollen wir uns das leisten für 271? Komm, das leisten wir uns. So, und es wird Licht. Außer jetzt hier, warum auch immer. Ich denke mal, weil jetzt hier keiner ist. Stimmt. Patienten wollte ich gerade sagen, Aufgaben haben wir auch noch genügend. Kaufe zwei Rettungswagen, die kosten sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, einer kostet 50.000. Wir können da mal gucken. Da, wo ist es denn? Hier. 35.000, Entschuldigung. Ja, ist genauso viel. Und den würde ich erst wirklich kaufen, wenn wir das Geld haben. Und zweitens, wenn wir auch die Intensivstation haben. Rette einen Patienten, nachdem er einmal kollabiert ist. Oh, ich glaube, dazu brauchen wir auch die Intensivstation. Ich weiß es gar nicht so genau. Öffne eine Aufnahme in einer beliebigen Spezialabteilung. Da sind wir ja hier dran. Und zwar, wenn wir mal eins höher gehen hier. Hier. Aber das ist noch völlig unbesetzt, denn ich möchte ja gerne... Ja, das hier ist ein bisschen pures Chaos. Ich möchte ja gerne hier so einen Übergang haben. Ich überlege, wie wir das am besten anstellen. Ich würde gerne auch... Ich will die ganze Zeit gerne drehen. Ich sehe gerade, die müssen hier unbedingt sauber machen. Da sind sie ja schon dabei. Damit ich es von der anderen Seite sehen kann, aber das geht nicht. Ich nämlich auch nämlich hier nicht sehe. Hier ist ja der Gang. Normalerweise sollte ich so hier einen Gang rüber. Können wir mal kurz gucken. So, hier, man sieht, man kann es ganz schlecht erkennen. Das geht hier. Und hier. Die Vierer. Das wäre so hier. Ist, ja, ein bisschen doof. Wie soll ich sagen? Bisschen doof gebaut von mir. Hm? Anders kann man es ja gar nicht sagen. Wir müssten höchstens ein bisschen hier umräumen. Aber selbst das kostet Geld. Ich hätte gerne hier so einen Übergang. Damit wir dann hier eventuell später noch den OP und dergleichen reinbauen können. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Wir könnten die beiden Räume tauschen. Also sprich, der Raum, der geht hier hin. Der geht hier hin. Oder was sagt hier hin? Und dann hätten wir es ja eigentlich fast. Problem ist aber, dann haben wir hier eine Lücke. Das gefällt mir ehrlich gesagt. Das ist Quatsch. Weil wir haben jetzt hier, wir können mal schnell schauen. Vier. Und acht. Also insgesamt acht. Und das Ding ist... 3. Das heißt,
Wenn ich das jetzt hier nach hier hin verschiebe, die Toilette, oder ich baue die Toilette anders, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und das hier, das sind vier, das sind sieben, oder wäre gerade mal ein Gang frei von eins. Das ist doof. Schwierig, schwierig, schwierig. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier die Toiletten hinbaue, wie sollen die dann hier reinkommen? In die Reinigung. Oder ich bin ganz pfiffig. Wir lassen hier die Reinigung drinne. Stellen aber das Ding hier ran. Versetzen die Tür nach hier. Und dann ist quasi in den Toiletten quasi dahinter noch die Reinigungsabteilung. Es sollte eigentlich funktionieren. Wir können es ja mal versuchen. Dafür müssen wir aber in den Baumodus. Ich hätte gerne das Zeug hier. Das müssen wir. Auswahl halbiert ein Objekt, das. Ich will dich ja bewegen. So, jetzt. Nee, stopp, dann lösche ich dich. Okay, wir verkaufen euch. Jetzt aber, wir machen die Tür, die nehmen wir hier weg. So. Wer denn jetzt den ganzen Raum? Da werden wir, glaube ich, das Problem ist, wir haben es schon gebaut. Und wenn wir es jetzt bewegen, bezahlen wir es nämlich nochmal. Das ist ein bisschen doof gelöst, aber das ändert jetzt nichts dran. Habe ich das jetzt so richtig ausgewählt? Ja. So. Genau. Jetzt hier eigentlich hier hin. Haben wir gemacht. Dann kommt das hier nämlich. Raum entfernen. Weg. Und. Das kommt so weg. Dann werden wir jetzt hier. Kurz neu streichen. So. Ein Fußbodenbelag ist der hier, oder? Genau. Und hier? Ich hoffe, die. Das sieht nicht so aus. Eieiei. Ich hoffe, hier können wir eine Tür hinmachen. Oh, doch, das geht. So. Da werden wir aber das hier. Das und das werden wir verkaufen. Das werden wir dann hier hinstellen, damit die Leute dann hier auch vernünftig hier so ran können. Dafür werden wir. Wo muss ich denn hin? Egal. Die erfüllen eigentlich gar keinen Zweck. Es ist einfach nur zur Dekoration. So, dann ist das hier nämlich dann. Ah, okay, ist schon eingezeichnet. Dann können wir nämlich hier und hier nochmal. Wasserspender. Wasserspender und Snackautomat hinstellen. Aber wir stellen es mal hier hin. So, und wo ist der Wasserspender? Ist er doch. Und hier an der Seite können wir nochmal eine Trage hinlegen. Hinlegen vor allen Dingen. Hinstellen. So. So. Weil wir haben jetzt vier Betten, also brauchen wir mindestens vier Tragen. Wir haben fünf, das ist gut. Und jetzt müssen wir nur noch irgendwie zusehen, dass wir hier rüberkommen. Sollte theoretisch irgendwie funktionieren. Wir gucken mal. Wir sind jetzt genau hier.
Kann ich jetzt einfach hier im Boden liegen? Geht natürlich nicht. Brauche ich hier unten ein Fundament? Oder anders? Kann ich? Also ich brauche mit Sicherheit ein Fundament unten. Hier. So, komme ich denn jetzt rüber? Genau, das wollte ich. Nur, dass hier das zu viel ist. Geht das? Gucken. Jetzt. Problem ist nämlich, jetzt haben wir nämlich hier so ein Loch drin. Das ist ein bisschen doof, es gefällt mir ehrlich gesagt jetzt nicht so. Wir werden jetzt aber trotzdem erstmal hier die Wand setzen. Wie war das die hier? Ne, das war glaube ich die hier. Jetzt geht das wieder los. Das nicht. Sehr interessant, es geht nicht. Setze ich hier einfach mal so eine Säule rein. Man sieht es trotzdem hier nicht. Also hier geht's wieder. Aber hier nicht. Warum geht das hier nicht? Wenn ich das so mache. Geht trotzdem nicht. Warum geht das nicht? Muss ich hier wieder so ein... Das jetzt? Jetzt geht's. Sehr gut. Dann kommt nämlich das hier weg. So, da werden wir jetzt hier das machen. Unten, das nehmen wir wieder weg. Sollte theoretisch funktionieren jetzt, ne? So. So. Aber das ist halt jetzt so hier. Das ist ein bisschen ärgerlich. Warum das jetzt so ist. Was passiert denn? Wenn ich das jetzt hier wegnehme. Ah, und schon sieht es anders aus. Wo stehen jetzt eigentlich die? Da, okay. Weg, 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 weg. Weg. Hier weg. Hier weg. Ja, hier sieht es noch ein bisschen obskur aus. Muss ich das hier wieder nehmen? Ja. Genau. Kostet auch ordentlich Geld. Und hier möchte ich nämlich gerne so eine Glaswand haben.
Die Frage ist, möchte ich mit Rahmen haben? Ich denke mal ja. So hier. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Hier müssen noch Fenster rein unbedingt. Passiert denn? Nicht sich hier? Ich würde den Bereich wegnehmen. Wird das dann zu einer Wand, zu einer Dings? Ja, das wird. Das ist dann quasi Dach. Kostet das sehr viel? Gar nichts. Kann ich jetzt hier noch? Das so machen? Ja. Damit es von oben einfach ein bisschen, ja, so blöd wie es klingt, besser aussieht. Ich hätte aber gerne hier noch irgendwie Dachziegel. Das sind die hier, ne? Okay. Erde, Krankenwagenzone, dunkles Gras, Kies, Sand, Fundament, nee. Wenn ich jetzt wie teuer kommt mich das denn jetzt hier? Was geht? Nicht allzu teuer, die Wände setzen. Wenn wir den Platz hier brauchen, können wir immer noch das bauen. Kann es sein, dass ich wieder die falsche Farbe genommen habe? Nee, sieht nicht so aus. Also die Farbe ist es. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, ich habe hier die falsche Farbe genommen. Bin mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht so sicher. Muss einfach, na okay, ich hätte es mir sparen können.
Reicht da eh. Hier drinnen anders das mache. Es muss aber irgendwie ähnlich aussehen. So, jetzt. Eigentlich kann ich das hier unten auch irgendwie verbinden. Ja, das ist totaler Quatsch hier. Machen wir es so. Geht nicht. Bin ich nicht unten? Doch, ach, geht ja auch nicht. Nee, stopp, ich bin schon richtig. Wieso geht es jetzt hier nicht? So, jetzt. Ja, es ist aber auch kompliziert hier. Wollen wir hier so einen Durchgang schaffen? Eigentlich nicht. Nee. Wir werden hier. Die Wand kommt weg. Dann nehmen wir. Haben wir das hier genommen? Ja. Was ist das? Weiße Fliese. So. Komm her hier. Oh, hier müssen wir auch neu. Oh, wie sieht es denn hier aus? Ist ja furchtbar. Erstmal außen. Zwei Streifen bis die hier, oder? Nee. Oder? Sieht man nicht. Auf alle Fälle. Nee, welches ist das denn jetzt hier? Das hier. Na, wird das auch noch mit? Und hier? Sieht so aus wie das hier. Nee, tut's nicht. Gut. Überzeugt. Jetzt aber. Ja, hier haben wir wie so eine Art kleines Loch drin. Stört uns jetzt aber nicht. Ja, das Dach ist andersfarbig hier. Ist aber nicht so schlimm. Es sieht auf alle Fälle schon mal besser aus als vorher. Vorher war es da wirklich ein Geschacher hier. Nun haben wir es etwas besser hingekriegt. Wie gesagt, hier möchte ich nämlich gerne den OP-Bereich haben und eventuell nochmal ein paar Räume für Stationen und später dann hier andere Stationen noch dazu, hier in die Ecke. Aber dafür brauchen wir erstmal Geld, was wir im Moment noch nicht haben. Gucken. Was sagen eigentlich unsere Finanzen, außer dass wir jetzt gebaut haben? Also wir haben eigentlich einen Plus gemacht von 7.800, haben aber gebaut für 46.000. Also wir machen schon Plus. Wir haben aber auch Kredit von 120.000. Der kostet uns 1.200. Frage ist jetzt auch, diese eine 50%, die wir jetzt hier kriegen.
Sie ziehen jetzt über den ganzen Tag, ne? Weil es kommt jetzt nämlich keiner mehr. Das heißt, es ist... Also nachts, das ist ein Minusgeschäft, definitiv. Hin und wieder kommt mal wieder einer. Also, wir lassen es bis zum nächsten Tag laufen. Um 6 Uhr sollte ich aufhören. Nee, doch nicht. Oder machst du um 7 Uhr erst? Um 7 Uhr. So, jetzt sehen wir auch Schichtwechsel. Der oder sie behandelt noch zu Ende. Können wir ganz schnell schauen hier. Michael. Hier die Chirurgie, die macht erst auch wieder um 8 auf. Später wäre dann auch wieder eine Rundumbetreuung angesagt. Gut. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben die zweite Etage hier erweitert. Sind auch am Ende dieser Folge angekommen. Musst du... Oh, du wirst eingewiesen. Okay. Chronische Nierenkrankheit. Oh, Dialyse brauchst du. Eieiei. Haben ein bisschen was geschafft. Ich bin zufrieden. Wir haben unser Wirrwarr ein bisschen entknoten können oben. Geht das bis man noch... Komm, das werden wir noch ganz schnell hier noch machen. So. Krankenhaus sieht, naja, krank aus. Gut. Nein, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen würden. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen als lasst euch gut gehen, macht das Beste aus eurer Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.